Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einen Pflegetermin mit so ein bisschen Updating. Und was wir heute machen, zeige ich euch jetzt. So, heute ist Tanja bei mir. Tanja hat so ein bisschen Vorarbeit geleistet, ne? Ja. Wir haben auf jeden Fall was Ausgeklemmtes hier an den Seiten. Das gilt es heute zu verdreaden und auch wieder ein bisschen mit Extensions zu verlängern. Wir haben hier so eine kleine Auswahl. Und der Pony wird hier heute auch noch gedreadet. Da gucken wir mal, ob wir da auch noch was mit dran basteln. Und generell, Tanja, hast du ja ein ganz gutes Färbeding hinter dir, würde ich mal sagen, ne? Ja, also es wurde viel blondiert. Die Dreads nur zur Info, dass ihr mal seht, wie es dann werden kann. Die waren hier unten waren die braun. Wie waren die oben weiter auch? Oder? Grau. Grau. Und dann wurde hier nochmal grau drüber gesetzt. Die ist das. Aber grau zu halten, hast du sicher auch selber festgestellt, ist schwierig, ne? Ja. Ja, grau zu halten ist eigentlich richtig ätzend. Ich habe das auch schon mal probiert. Und Temperatur oder... Genau, genau. Ach ja, genau. Hier hat sie auch noch so einen schönen Sidecut. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich finde das gut, wie das bis dahin so ist und dann da. Assi-Schnitt. Assi-Schnitt. So, heute haben wir den Assi-Schnitt. Ja, aber ihr seht hier mal die Dreads. Die haben auch wirklich unter dem Färben sehr gelitten. Wir haben auch gerade schon gesagt, das ist jetzt erstmal gut gewesen. Ne? Tanja nickt schon. Weil ihr seht auch, wie geschunden die sind. Ne? Und ihr seht auch, zweimal hast du das hier diese Länge blondiert. Hm. Es wird halt nicht richtig blond. Guck mal, sogar die offenen Spitzen unten, ne? Die brauchten da echt, die werden noch bestimmt 3-4 Mal brauchen, damit die hell sind. Aber mach's jetzt erstmal nicht, ne? So, ja, dann gucken wir mal. Wir legen jetzt erstmal los und wenn mir noch was einfällt gleich, wovon ich sehr hart ausgehe, sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wir machen jetzt hier erstmal alles frisch, das heißt die Ansätze und die Längen. Und dann geht es ja gleich weiter, um hier die Extensions zu befestigen. Das Ponyhaar ist sehr fragil durchs Blondieren. Die Extensions sind auch blondiert, gefärbt, dies, das. Wir sind uns beide darüber im Klaren. Richtig, Tanja? Ja. Dass das nicht gut war. A, nicht das. Und zweitens, dass es halt dadurch auch sein kann, dass die Dreads wieder, also die Extensions wieder etwas rutschen. Aber du kriegst das, glaube ich, hin mit dem Übergang in Schuss halten. Ne? Genau, gut. Das kann ich immer. Das ist gut, weil das ist auch notwendig, denn hier ist wirklich durchs Blondieren, da muss man echt gucken. Ja, es gab, wurde mir gerade von Tanja erzählt, so ein paar Diskrepanzen bezüglich dieser Extensions. Erzähl doch mal deine Geschichte dazu. Die sind übrigens nicht von Dread Extensions Leipzig, sondern... Von der Dread Factory. Und ich mache mir so meine Extensions selber mit Echthaar und hatte jetzt aber Zeitmangel und habe gedacht, okay, bestell hellblond bei der Dread Factory, 8 Stück, reicht aus, schön dünn, weil für den hellen Pony. Es kamen braune. Dunkelbraune würde ich schon eher sagen. Ich wollte mich erst ärgern und dann habe ich aber geschrieben, ja, Bestellungen gezeigt, das Material gezeigt, was angekommen ist. War natürlich nicht hellblond, habe ich auch ohne Brille erkannt. Und habe dann geschrieben, macht ja nichts, färbe ich mir halt selber. Ich färbe ja den Pony auch nochmal und dann passt das auch. Wobei sie eigentlich zu teuer sind dafür, dass man dann selber da noch dran muss. Ne? Das finde ich, geht eigentlich nicht. Ja. Aber ich habe gesagt, schnelle Lösung. Aus Zeitmangel halt. Genau, genau. Wir färben den Pony eh ruhig Farbe an, dann klatsche ich die auch noch auf die Extensions drauf. Ist nicht gut für die, aber naja, dann ist das eben so. Es sind ja Echthaar-Extensions. Mhm. Komischerweise hat es zweimal Blondieren nicht geschafft, sie auch nur annähernd gelb zu bekommen. Oh. Das, ja. Wir haben die hier liegen, wir können euch gerade zeigen. Da. Ich zeige es euch mal eben hier im Licht. So. Also die sind weit weg von blond, ne? Guck mal, ich bin blond, das ist nicht blond. Also zweimal gefärbt ist schon wirklich, also die sehen halt aus wie eine Farbe, die man jetzt so benutzt hat, um die Extensions zu machen, ne? Und die würden halt jetzt im Pony überhaupt nicht passen. Jetzt habe ich keinen Zeitmangel mehr, sondern die junge Dame hinter mir das Problem. Es hängt wieder an mir, genau. Ist das nicht schön? Ja, aber wir haben ja gerade schon eine Lösung gefunden. Du hast ja hier noch ein paar graue und so, ein paar rosane. Und die sollen wir dann gleich, oder die soll ich dann gleich in den Pony einbringen. Genau, so machen wir das. Wie ist denn die Korrespondenz gelaufen mit der Dread Factory, als du dann da deine Dreads bemängelt hast, also deine Extensions? Bis heute einseitig. Also ich habe bemängelt und das war's. Okay. Gut, das ist schade. Ist ja auch dafür zu viel Geld, leider, finde ich auch. Also ich werde mich auch nochmal melden, weil das kann es nicht sein, dass es im Sande verläuft, weil es einfach zu teuer war. Ja. Und ja. Wie ist denn überhaupt dein Plan mit der Farbe deiner Dreads? Ist das jetzt alles hier so ein Übergang und hast du ein Ziel? Oder ist das so, wie du dir das jetzt vorgestellt hast, von den Farben her? Da ich immer andere Farben hatte, bevor ich Dreads hatte, also im Monat zweimal die Farbe gewechselt habe, also wirklich... Einmal im Monat? Zweimal im Monat. Zweimal im Monat. Ja, also Directions, die
jeder kennt, die raus, sich rauswaschen. Ein Hoch auf Directions. Die wachsen bei mir raus. Also meine Haare nehmen die so gut an, dass ich die drauf mache, 5 Minuten drauf lasse und dann habe ich nicht rosa, sondern pink. Oh, da werden dich jetzt viele beneiden, glaube ich. Ja, die, die es wollen. Ich wollte damals leichtes Pastellrosa, hatte pink und es ist auch, die, mein Friseur hat gesagt, es geht nichts mehr raus. Ich sage, und was soll das heißen? Das muss rauswachsen. Schön. Also ich kann überfärben und also meine Haare kriegt man irgendwie nicht gut. Sieht man. Die sind jetzt zwar nicht gesund, aber nein, die fallen nicht ab. Eigentlich sind sie tot, aber sie sind noch da und das ist der Punkt. Ich habe auch früher eine kleinere Nadel genommen. Eine 0,75er. Bestimmt an manchen Stellen die Dreads so verletzt, dass sie dann durch das Färben... Ja, bei dem Blondierten und dann so eine kleine Nadel. Deswegen passt auch da auf, auch wenn euch gesagt wird, nein, du kannst das machen. Ein Dreader, der damit umgehen kann mit dieser kleinen Nadel, bitte. Ich finde es nicht gut, ich halte da nicht viel von, aber wenn jemand sagt, hey, ich kann das, vertrau mir, dann macht es ruhig. Aber wenn ihr wisst, ich kann selbst nicht so gut häkeln, dann nehmt bitte auch sowieso und überhaupt beim blondierten Haar oder Dreads keine kleinere Nadel als 1,0, weil ihr euch wirklich Schaden anrichten könnt. Ich meine, es ist ja so, ihr hört es ja nicht nur von mir, ihr hört es ja auch von meinen Kunden, die das selber erlebt oder ausprobiert haben. Ne? Also nur an dieser Stelle nochmal ein gemeinter Rat. Ja, ich würde sagen, das klingt erstmal alles interessant und wir gucken mal, was wir hier heute rausholen aus dem Ganzen. Ich glaube aber, dass es ziemlich cool aussehen wird am Ende alles. Und wenn wieder Ordnung ist, dann ist auch diese ganze Farbe, diese Farbmischung, die jetzt gerade hier auf den Dreads ist, auch wieder ein bisschen übersichtlicher und ist auch wieder ein klareres Bild. Wir müssen hier jetzt einfach erstmal Ordnung reinbringen und dann gucken wir gleich mal und sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir hier auch einen kleinen Fortschritt geleistet haben. Bis gleich. So, wir kommen hier ganz gut voran. Ihr habt ja gerade schon ein paar Bildchen gesehen, wo wir jetzt gerade so sind. Und die Tanja war übrigens neulich hier bei Pimo zum Detox-Termin. Erzähl doch mal, wie fandest du es? Ja, also ich habe das Komplettpaket natürlich genommen, wenn dann, denn dann. Ich fahre ja auch 3 Stunden. Ah ja, stimmt. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich wenn dann alles. Und es war sehr angenehm. Es war, also ich habe mich sogar an meine Oma erinnert, wegen dem Duft, weil es dann nach Pfefferminz gerochen hat, obwohl es grüner Tee war. Ja, das war das Tightening Spray am Ende, wo Pimo genau. Deine Dreads gepalmrollt hat, ne? Genau. Wie fandst du die Kopfmassage? Die Kopfmassage war ich erst ein bisschen skeptisch, weil wie will man den Kopf so massieren mit den Dreads? Ja. Ne? Das ist ja, aber es zieht nicht, es ist richtig angenehm. Was halt auch wirklich schön war, ist allgemein dieser, Pimo hat ja das, das Natur, was er selber zusammenmischt. Die normale Detox, das normale Detox-Rezept meinst du, ne? Genau. Mit Zitrone, Natron, genau. Essig und also Apfelessig. Ja, und das hat er genommen. Und der Geruch alleine, es ist kein penetranter Geruch, sondern es ist ein richtig schön wie frische Wäsche, wie einfach angenehm. Also es hat das Ganze sauber. Ja, genau, sauber. Wie weiß ich nicht, wie wenn man sich abends in ein frisch bezogenes Bett genau, legt. Ja, ja. Und da waren die Haare auch noch passend dazu. Also das war so richtig wie das Kissen, was dann jetzt wieder richtig frisch riecht, angenehm riecht und ja, ich habe ja dann noch die Turbo-Trocknung bekommen auf dem Massagestuhl. Da habe ich auch erst gedacht, das halte ich gar nicht durch, aber das war auch sehr angenehm, sehr zu empfehlen, weil ich ja dann auch wieder 3 Stunden nach Hause gefahren bin. Und dann am Schluss gab es noch den Duft obendrauf und ja, dann bin ich eigentlich wohl gepflegt und frisch ins Auto gestiegen. Und einmal ordentlich durchgeknetet. Genau. Von Kopf bis zum Zeh. Genau. Und es hat sehr lange gehalten. Also dieser Duft oder das Gefühl auf der Kopfhaut auch. Also es ist nicht nur, die Haare, klar, ich habe immer oft so besessen und dran gerochen, aber auf der Kopfhaut fand ich das auch, das hat sehr dieses frische Gefühl. Das frische, freie, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, ich habe jetzt keine Schuppen oder so, aber das nee, aber das ist dieses vitalisierende genau. Shampoo ist das. Ich habe das ja auch mal bei unserem Testlauf bekommen von Pimo, die Detox-Behandlung. Und dieses Shampoo, das ist richtig vitalisierend. Und ich fand auch, dass ich noch 2-3 Tage hinterher dieses Gefühl so... Von Luft, da kam dann genau. Luft dran. Richtig. So, also, ja, das war schön. Ja, also es war sehr, sehr angenehm. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal machen. Schön.
freut mich, dass dir das so gut gefallen hat. Pimo wird dieses Video ja auch sehen und wird es dann erfahren. Der freut sich ja auch immer über Feedback, ne? Wie er es dann, wie es von Kunden aufgenommen wurde und überhaupt. Also an dieser Stelle auch nochmal, ihr könnt nämlich ab jetzt bei Chapati Dreads, also ab jetzt schon ein bisschen länger, Detox-Termine für eure Dreads wahrnehmen oder beziehungsweise vereinbaren. Und das ist dann einfach auch mal so ein Wellness für die Dreads, ne? Und auch für dich selber, weil du einfach nichts machen musst, außer dich erstens in den Sessel legst, wo deine Haare gedetoxed werden, deine Dreads. Und danach geht's in den Ganzkörpermassagesessel zur Trocknung. Und ja, schreibt uns an. Ich blende es hier gleich auch nochmal ein, wo ihr bei Pimo die Detox-Termine machen könnt. Ja, schön. Danke für dein Feedback auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Und ich würde sagen, wir gucken mal jetzt hier. Also wie gesagt, wir sind hier immer noch dabei, Ordnung zu machen. Wie viele Dreads hast du eigentlich noch mal, Tanja? Im Moment sind es 66, außer die 4 oder 5, die jetzt abgefallen sind, durch das etwas dezent zu viele blondiert. Abgefallen. Ja. Wir geben auf. Wo gehobelt wird, auf allen auch spähen. Richtig. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal zu Ende. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier alle ansetze und die Längen fertig habe. Und dann könnt ihr noch mal gerne dabei sein, wie ich hier den Pony dreade und die eine Seite und noch mit ein paar Extensions verlängere. Ja, dann bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind fertig. Guck mal, wie toll. Hier, Tanja hat sich auch noch ein paar Wollextensions rausgesucht. Hier diese Double Ends, die so ein bisschen gemixt waren. Ich kann euch die mal eben zeigen. Guck mal, das sind die hier. Abgefahren, ne? Ein paar habe ich auch. Guck mal, und dann haben wir hier an der Seite die kleinen hier gemacht. Da haben wir extra keine Verlängerung dran gesetzt, weil es einfach, ihr seht, wie dünn die sind. Es macht mehr Sinn, dass sie da jetzt erst durchgeht quasi und die hinterklemmt und wachsen lassen. Da bist du jetzt auch, ne? Bin ich fein mit. Gut, finde ich gut. Dann haben wir hier den Pony ein bisschen halbiert. Es ist nur ein bisschen Pony übrig. Diese sind neu dazugekommen. Hier haben wir auch welche verlängert mit diesen lilanen bzw. lavendelfarbenen Extensions. Der kleine hier, da machst du dir jetzt auch wieder aus Echthaar zu Hause einen passenden Pony. Genau, einen einzigen noch. Genau, weil es halt einfach sonst auch zu dünn ist, ne? Okay. Ja, und dann haben wir hier auch noch so eine schöne Keramikperle drin, die mit dem Anker hat Tanja sich ausgesucht. Passt auch, du wohnst an der Nordsee, ne? Ja, teilweise. Ja, voll schön. Guckt mal, auch ist das herrlich geworden. Also ich bin großer Fan. Die Bilder könnt ihr euch gleich auch nochmal im Anschluss angucken, wie das hier jetzt aussieht mit den Wollextensions. Made by Dreads by Magdalena. Diese bekommt ihr aktuell bei mir. Und ja, schaut mal rein. Es gibt die Tage aber auch noch ein Update zu den neuen Wollextensions. So, wir verabschieden uns hier. Und sagen, ja, alles Liebe, eure Chapati heute mit Tanja. Ja, einer glücklichen Tanja. Yeah. Richtig. Dann bis bald in meinem nächsten Video. Tschüss.